offiziell diagnostiziert worden als Transgender. Also ich bin jetzt hochoffiziell ein Mann. Ich habe den Also, ich gehe in einer halben Stunde los zu meinem ersten Termin. Ich habe eine spannende Woche vor mir. Ich habe nämlich heute einen Psychiatertermin und morgen einen psychologischen Diagnostiktermin. Und ja, dann wird sich herausstellen, ob ich meinen Namen ändern darf und Hormone kriege und was auch immer ich dann machen will. Und ich bin dementsprechend ein bisschen nervös, weil davon jetzt einfach für mich extrem viel abhängt. Okay, let's go. Also, Tag 2. Ich habe heute den Diagnostiktermin und das macht mich jetzt richtig nervös. Also, ich habe noch eine Stunde Zeit. Ich weiß noch nicht, was ich anziehen soll. Und irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, ich gehe zu einer Uni-Prüfung oder so. Ja. So, ich hatte gerade ein Date und ja. Ich bin offiziell diagnostiziert worden als Transgender, also ich bin jetzt hochoffiziell ein Mann, ich habe den Test bestanden. So, könnte ich jetzt irgendwie in die Feuerwehr kommen? Ja, gut, für alle, die nicht wissen, wie sowas abläuft. Es ist eigentlich relativ unspektakulär. Also ich war einfach dort, es war ein kurzes Gespräch mit der Diagnostik, also eine klinische Therapeutin, die hat mich halt so ein paar Sachen abgefragt, wo es eigentlich nur darum geht, festzustellen, ob ich jetzt irgendwie eine psychotische Störung habe oder so, ob ich irgendwie eine Borderline-Störung habe oder irgendwas in die Richtung. Und dann habe ich ein paar Fragebögen ausgefüllt, wo es so um meine allgemeine Einstellung zu mir selbst und zu meinem Körper geht. Ja, und das war's. Und ich habe es noch nicht schwarz auf weiß, aber ich kriege nächste Woche die offizielle Stellungnahme. Und bin gerade mega erleichtert, dass ich den Schritt jetzt geschafft habe. Ja. Das war's auch schon für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Abonniert meinen Kanal, dann seht ihr mich nächste Woche wieder. Bis dahin, bye!